Ne? Willkommen zurück zu Let's Play Trial 1. Heartland. Heartland Minen. Heartland, ja. Genau wie Weichland. Ich springe ist nicht gut für einen erwachsenen Mann. Ich wünschte, wir könnten uns ausruhen. Was ist der Ritter eigentlich für ein Weichei? Das ist ja unglaublich. Na, da waren. War das der Ritter oder war das der Magier? Das war der Ritter. Deswegen denke ich mal so, was das für ein Weichei ist. Bitter. Und sind hier schon wieder ein Belebungspunkt? Oh, okay, deswegen. Skelette überall. Ja, geil, du. Schon runterschießen, jawohl. Ja, genau, hol mal die Erfahrungspunkte. Zack. Sehr gut. Da links sind auch noch welche. So. Und weiter nach rechts. Ja. Okay, schon. Voll ins Knie. Aber da kommt der nächste. Was tut der Schalter hier? Gar nichts. Cool. Ja, läuft. Schön, dass mir die Schachtel jetzt auf den Kopf gefallen ist. Ja, bitte. Stroller. Hui. Aha, unten. Nein, waren... bin gestorben. Schön. Hier unten waren noch Erfahrungspunkte. Gut. Schade. Ach, hier ist ja direkt der Wiederbelebungspunkt. Ja. Ist auch nötig. Ja, wobei. Da. Da. Nein. YOLO-Move. Ha! Benutzt. Danke. Warte mal, da können wir auch bestimmt. Kannst du auch her. Einfach so her. Vorsicht. Oh. Läuft. Bevor hier noch welche kommen, gehen wir mal wieder zum Magier. Na, okay. Kommen nicht, aber Skelette. Zack, Röm, Spam. Erstmal hier hochspammen, ja, so. Lalalala. So. Ja, du kannst ja hoch, nur ich nicht. Gut. Das ist richtig. Kommt davon, wenn meine Planken so spawnt. Ja. Nein, jetzt bin ich auch unten. Schön. Guten Tag. Jetzt. Pony. Nein. Nein. Warum kann ich mich da oben... Ah, da kann ich mir doch festhalten. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Das ist ja dieselbe Problematik wie gerade. Keine Problematik. Nein. Jetzt geht hin sie auf die Diebe. Ja. Ja, ist vielleicht auch einfach. Oh, jetzt krieg ich voll einen über den letzten. Aua. Und wieder nach da oben. Ja. Ja, da kriegst du voll einen drüber. Nein. Noch Menno. Na, okay. Na, geht doch. Blub. Na. Achterbahn. Jolo. Wetterstein vor uns. Geht das noch schneller? Oh, ups. Ja, das... Na, ich glaube, wir springen mal besser ja. Ab. Ja. Ja, doch. Pack. So. Nein. Tot. Wow. Okay, wäre ich jetzt nicht die Diebin gewesen, wäre ich tot gewesen, ja. Asche. Dann wäre ich jetzt, ne? So, hier. Asche. Hörte ich. So und. Nein! Geht's. Jetzt bin ich Asche. Oh, als Diebin bist du jetzt Asche, achso. So, pack. Ja, das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Ich will aber erstmal da unten den Halt dran kriegen, eigentlich. Den Dings. Nein! Asche. Dead. Wasted. Wasted incoming, ja? Na, das müsste man nur noch treffen, ne? Das wäre gut. Ach man, wieso gibt's beim zweiten Mal hier kein Kart mehr? Mochte das Kart. Aber ist dann. Ach, da ist eine Truhe drauf. Oh. Sollte man vielleicht auch öffnen. Quatsch. Mana-Kugel. Haben wir, glaube ich, schon, oder? Ich glaube nicht.
Oh. Oh, okay, dann ist es ja doch ganz einfach. Ja, doch. Warte mal, ich guck mal kurz ins Inventar. Okay, wo kommen jetzt die ganzen Steine her? Nein, ich bin gestorben. Nein. Oh. Ich wäre auch fast gestorben. Als ich im Skill-Menü war. Warte mal. Mana-Stein. Mana-Kugel. Maximales Mana plus 10% und verbindet sich mit anderen Mana-Zaubern. Bewegst du dich schon wieder? Mhm. Ah, ich habe 4 Pfeile, okay. Naja. Ja, das hat nämlich irgendein Item, was wir vorher gefunden haben, gebracht. Schildplattform für Zauberer. Aha. Aha, brauchen wir nicht, haben wir eh schon. Da kannst du jetzt dein Dreieck spawnen. Wenn ich das drauf. Oh, das ist cool. Ich kann das aber nicht mehr kontrollieren, ne? Oh. Das schwebt halt langsam weg. Und es bleibt dann halt auch stehen. Schade. Schwebt dann jetzt alles? Nein. Gott. Jetzt kannst du eine Planke setzen. Oder eine Schwebeplattform und dann hier rüber springen. Danke, reicht auch mal nicht. Die Schwebeplattform ist jetzt echt cool. Allerdings. Das ist jetzt uncool. Ja, Plattform. Nein! Nein! Jetzt bin ich wegen dir schon gestorben, weil ich gegen deine dämliche gespawnte Plattform gesprungen bin, als ich auf meine springen wollte. Ja. Also. Ja, toll. Nein! Nein! Schon wieder gut. Wasted. Aber so richtig. Warte mal. Wie viele Plattformen können wir davon spawnen? Immer nur einer, ne? Warte mal, spawn mal hier neben der Plattform jetzt auch noch eine Plattform rechts. Ja. Die perfekte Kombination. Jetzt müsste ich nur noch wieder zurückkommen. Das wäre gut. So. Nein. Ne? Die war dann doch etwas zu quadratisch. Sieht so aus. Toll. Na, passt. Nein. Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Ja, Fuschisel. Na, erstmal durchhauen hier. Oh, das sieht nach Party aus. Ja. Auf jeden Fall. Ups. So, pöck. Zack. Gib ihm. Nein. Wäre schön, wenn man treffen würde. Prost bei der Arbeit, ne? Oh ja. Immer doch. Immer höchst professionell. So. Schön hier hochspringen und dann feststellen, dass man eigentlich nach links muss. Weil da Erfahrungspunkte rumgammeln. Nein. Na, Mensch. Ich bin tot. Schön. Welche Plattform? Vielleicht ist das zum Wiederbeleben. Ja. Hat man noch eine Plattform da? Ja, oder so. Plank geregelt. Oh, noch mehr Erfahrungspunkte. Nein! Ja, das bin ich optimistisch. Das war ein bisschen optimistisch.
Jogo? Besser muss die Diebin werden. Kannst du auch so drüber. Nicht vor dem Braten, tot. Nein, da war eine Truhe. Was? Wo? Gerade gesehen. Unten? Weiter unten, ja. Das heißt, du musst einfach weiter unten jetzt irgendwie so einen Schwebewürfel spawnen. Wenn du da runter willst, stirbst du, ne? Ich weiß. Ah! Hat doch gepasst. Amulett des Wächters. Was ist das Tolles? Ja, ich wollte gerade sagen, was bringt das? Wo ist es denn? Erhöht das maximale Mana um 15%, verbindet sich mit anderen Mana-Zaubern. Ja, irgendwie stackt die alles. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, ist ganz chillig. Ach komm. Ich wollte gerade sagen, aber anders anderes als die Plattform, da komme ich doch jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich es hier eingedämpft. Oh nö. Ja, passt doch. So, so. Nach rechts. So. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Ja, so leere Levelabschnitte. Zack. Und. Zack, das war's anscheinend auch. Aber wenigstens haben wir noch die Truhe geplündert. Als unsere Helden gen Westen schauten, konnten sie die Dunkelheit erkennen. Wo nichts zuvor war, stand nun ein dunkler, schwarzer Turm. Sogar vor dem Abendhimmel erkennbar. Ein Turm des Bösen. Unsere Helden verstanden, ein dunkler, schwarzer Turm. Und dann vom Abendhimmel noch erkennbar. Das Land des Verderbens zu eliminieren und den schwarzen Turm zu zerstören, war, den Trine und die anderen Artefakte zusammenzubringen. Für die Kraft des Gelingens mussten allerdings die Herzen unserer Helden rein sein. Trotz der allgegenwärtigen Präsenz der Gefahr konnten unsere Helden nicht anders, als die Schönheit des Ortes zu bewundern. Wie konnte etwas so Schönes so nahe neben dem Turm des Bösen Bestand haben? Sie waren verlassen und niemand da, der sie willkommen hieß. Aha. Ja. Ich würde sagen, das Brightside-Dorf schauen wir uns dann in meiner nächsten Folge bei Let's Play Trine 1. Bis dahin.